Heute soll es darum gehen, wie Sie Ihre E-Mails verschlüsseln können, und zwar mit einem kleinen Tool namens GPG Tools. Dazu besuchen Sie als allererstes die Herstellerwebsite, und zwar gpgtools.org. Dann klicken Sie auf gpgsuite.beta. Dann scrollen Sie ein bisschen herunter und klicken auf Download. Ist der Download abgeschlossen, liegt das fertige DMG in Ihrem Downloads-Ordner und Sie können es öffnen. Wenn GPG installiert ist, dann machen wir uns jetzt daran, die Schlüssel zu installieren bzw. zu erstellen. Dabei gibt es zu erwähnen, dass es ein Schlüsselpaar ist. Sie haben also einen Geheimschlüssel, den nur Sie haben, und einen öffentlichen Schlüssel. Hintergrund dessen ist, dass Sie den öffentlichen Schlüssel jederzeit weggeben können an jedermann, damit jedermann für Sie verschlüsselte Nachrichten erstellen kann. Wichtig zu wissen ist, dass aus diesem privaten Schlüssel erst eine Rückrechnung möglich ist. Also aus dem öffentlichen Schlüssel heraus keine Rückschlüsse auf Ihr Kennwort oder Ihren privaten Schlüssel genommen werden können. Das nennt man asymmetrische Verschlüsselung. Eine asymmetrische Verschlüsselung ist eine praktische Form, jemandem verschlüsselte Nachrichten zukommen zu lassen, die nicht zuvor eines Schlüsselaustauschs bedarfen. Also angenommen, Sie haben einen SIP erstellt und haben dafür ein Kennwort festgelegt. Nun müssen Sie dem anderen aber auch das Kennwort mitteilen. Das bedeutet, Sie brauchen einen zweiten Kanal, einen sicheren Kanal. Dieses Problem umgeht man bei der asymmetrischen Verschlüsselung. Der Kanal kann öffentlich, also unsicher sein, aber dennoch ist die eigentliche Nachricht am Ende geschützt, da nur Sie Ihren privaten Schlüssel haben und darüber eben die Nachricht entschlüsseln können. So viel zur Theorie. Nun geht's ans Praktische. Wir erstellen einen Schlüssel. Auch das ist wieder ganz einfach. Wir gehen in den Programmordner oder eben Spotlight. Nun scrollen wir ein bisschen herunter und dann gibt es jetzt eine neue App in Ihrem Programmordner, und zwar heißt die GPG Keychain, also Schlüsselbund. Die öffnen wir und das ist also der Schlüsselbund. Das ist ein bisschen so wie der Systemschlüsselbund, allerdings eben nicht für Websites oder ähnliches, sondern wirklich nur für die PGP-Schlüssel. Sie sehen hier eine grafische Oberfläche und wir klicken einfach auf Neu. Hier kommt dann ein kleines Pop-up, das füllen wir einfach korrekt aus. Also hier sollte auch der echte Name stehen. Warum, erkläre ich später. Genauer nur so viel. Ihr Name sollte richtig sein, damit man am Ende auch Ihren Schlüssel finden kann. In dem Fall nehme ich eben unseren Harpokrates. Dann tragen Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein. Die muss auch korrekt sein natürlich, ansonsten können Sie natürlich keine verschlüsselten E-Mails bekommen. Dann sollten Sie hier einfach den Haken setzen bei Upload Key. Und der Hintergrund dessen ist, dass es öffentliche Schlüsselserver gibt, die die Verbreitung Ihres Schlüssels vereinfachen sollen. Das heißt also, Sie müssen nicht jedem Ihrer Kontaktpartner aufwendig eine E-Mail schicken mit "Hier ist mein Key". Oder wenn Sie jemandem verschlüsselt etwas schicken wollen, müssen Sie nicht erst eine E-Mail hinschicken und fragen, wie ist denn Ihr Key? Nein, Sie können einfach auf einen Key-Server gehen, zum Beispiel pgp.mit.edu. Dort können Sie sich den Schlüssel runterladen oder Sie können die Suchfunktion in der App benutzen, die zeige ich Ihnen gleich. Nun gibt es hier erweiterte Optionen. Sie können einen Kommentar hinter Ihren Schlüssel machen, zum Beispiel privat oder geschäftlich hinschreiben.
Und die Schlüsselart können Sie voreingestellt lassen. Die Schlüssellänge sollten Sie unbedingt auf den 4096 Bit belassen, auf keinen Fall niedriger gehen. Ob der Schlüssel abläuft oder nicht, das bleibt Ihnen überlassen. Vorteil eines abgelaufenen Schlüssels ist, wenn er mal verloren geht, müssen Sie sich nicht wirklich um den Widerruf auf lange Frist kümmern, sondern er verfällt dann halt einfach. Ob Sie das machen möchten oder nicht, ist Ihnen überlassen. Sie können den Schlüssel im Nachhinein dann auch wieder verlängern. Also sollte er abgelaufen sein, können Sie ihn dann in einem Jahr oder in 5 Jahren wieder verlängern. Hier müssen Sie eine Passphrase eingeben. Eine Passphrase ist ein Kennwort, ein Passwort, da dort aber auch Sonderzeichen und Satzzeichen drin sein können. Zahlen nennen wir das in dem Fall Passphrase und eben nicht Passwort. Die sollte lang genug sein. Hier für die Demonstration nutze ich jetzt allerdings ein kurzes. Wie Sie ein langes Passwort erstellen, können Sie erfahren unter cryptomac.de/passwort. Ja, nun einfach Schlüssel erstellen, Enter, fertig. Nun wird es eine Weile dauern, bis der Schlüssel fertig ist. Hier müssen ein bisschen Zufallsdaten generiert werden. Am besten wackeln Sie ein bisschen mit der Maus. Und da ist auch schon unser neues Schlüsselpaar. Sie sehen hier ein SEC für Ihr privater Schlüssel und PUB für den öffentlichen Schlüssel. Und den können Sie jetzt im Prinzip schon nutzen. Wenn Sie den Haken gesetzt haben bei Upload auf den Key-Server, dann ist der auch in der Infrastruktur schon hinterlegt und im Prinzip kann den jeder schon abrufen und Ihnen ab jetzt verschlüsselte Nachricht zukommen lassen. Wenn Sie Ihren Schlüssel allerdings explizit exportieren möchten, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf Ihren Schlüssel, klicken auf Exportieren und sichern ihn an einem beliebigen Ort und dann können Sie ihn zum Beispiel an eine E-Mail anhängen oder über eine Chatsitzung verschicken oder auf Ihrer Website publizieren oder weiß der Geier was. Nun gucken wir uns mal die neuen Funktionen in Mail an. Dazu öffnen wir natürlich Mail. Und da ist es auch schon. Nun gehen wir in die Einstellung als allererstes. Dazu hier oben in der Menüleiste auf Mail klicken. Dann Einstellung oder eben Command-Komma drücken. Und dann sind wir auch schon in den Einstellungen. Nun haben wir hier oben so ein kleines neues Feld, GPG Mail. Und kontrollieren Sie bitte, dass hier auch alle Haken gesetzt sind. Nämlich, dass Sie Entwürfe verschlüsseln wollen. Also, wenn Sie Entwürfe einer E-Mail schreiben, werden die auf Ihren E-Mail-Server geladen und eben in den Entwürfeordner gelegt. Und damit es dort eben nicht zum Abgreifen kommen kann, sollten Sie die dort verschlüsseln. Neue E-Mails verschlüsseln automatisch, dann brauchen Sie keine extra Tasten drücken, sondern wenn es möglich ist, wird verschlüsselt. Das bedeutet also, wenn Sie einen öffentlichen Schlüssel eines Gesprächspartners haben, übernimmt GPG, also die Mail-App in dem Fall, die Aktivierung der Verschlüsselung und führt das alles auch im Hintergrund aus. Sie können also nicht vergessen zu verschlüsseln, wenn es möglich ist. Neue E-Mails wollen wir natürlich auch signieren, damit jeder weiß, dass die Nachricht von Ihnen ist, was eine Signatur ist, wird gesondert mal erklärt. Dazu können Sie auf das Video in der Beschreibung klicken. Eine Vorschau für die Listenansicht können Sie erstellen. Das bedeutet, es werden zwei Zeilen im Klartext gespeichert, damit Sie, wenn Sie eine E-Mail im Posteingang sehen, das gewohnte Bild haben und eben nicht, diese E-Mail hat keinen Inhalt. Nach Updates automatisch suchen, das ist klar. Herunterladen müssen Sie selbst entscheiden. Und dann wären wir auch fertig mit den Voreinstellungen. Nun möchte ich einmal zeigen, was sich im E-Mail-Schreiben-Fenster geändert hat. Aber vorher möchte ich noch einen öffentlichen Schlüssel hinzufügen. Das können Sie hier über Schlüssel und Lookup. Und dort können Sie einen Namen, eine Schlüssel-ID, aber auch eine E-Mail-Adresse eingeben. Und ich gebe jetzt einfach mal die E-Mail-Adresse post@teleschirm.info ein. Und nun sollte er mir auch einen Schlüssel präsentieren.
Und da ist er auch schon. Und nun kann ich auf Schlüssel holen klicken. Nun wird der Schlüssel importiert. Das heißt, er wird vom Schlüsselserver heruntergeladen in meinen Schlüsselbund. So, nun wird bestätigt, dass der Schlüssel importiert wurde. Also Anzahl ist ein Schlüssel und die verarbeiteten Schlüssel sind demzufolge auch ein Schlüssel. Und nun habe ich hier eben diesen öffentlichen Schlüssel, gekennzeichnet mit dem Typ Pub von Teleschirminfo. Die E-Mail-Adresse ist post@teleschirminfo und erstellt ist am 23.10.2013 und hier steht die Schlüssel-ID. Die Gültigkeit ist jetzt gelb markiert. Das sollte Sie jetzt nicht stören, weil ich den Schlüssel noch nicht bestätigt habe. Wenn viele Menschen in meinem Umfeld diesen Schlüssel als richtig anerkennen, dann baut sich da ein sogenanntes Web of Trust auf und dann wird es auch grüner. Dadurch, dass ich jetzt allerdings noch wenig E-Mail-Adressen bzw. wenig Schlüssel in meinem Schlüsselbund habe, ist das noch gelb. Ich kann das aber auch ändern, indem ich sage, ich kenne denjenigen und beglaubige den Schlüssel. Und dazu beantworte ich hier einfach diese Fragen. Ich möchte diesen geheimen Schlüssel benutzen, also meinen. Ich möchte mit mir selbst signieren. Und ihr fragt mich das Programm nun, wie genau habe ich das geprüft? Ich habe es sehr sorgfältig geprüft, würde sein. Derjenige steht neben mir und sagt, ja, genau, das ist meine Schlüssel-ID. Ich habe es flüchtig geprüft oder ich habe es überhaupt nicht geprüft, ist klar. In dem Fall weiß ich aber, dass das mein Schlüssel ist, weil ich ihn selbst erstellt habe. Also kann ich ihm absolut vertrauen, kann die Beglaubigung erstellen und die wird jetzt auch an den Schlüsselserver gesendet. Dazu muss ich einmal meine Passphrase eingeben, also meine GPG-Passphrase. So, und nun ist es auch schon grün. Und der Schlüsselserver hat eine neue Signatur für diesen öffentlichen Schlüssel bekommen und verteilt den nun im Web of Trust, also in seinem Netzwerk. Nun schreibe ich eine E-Mail, öffne ein ganz neues Fenster einfach, also eine neue E-Mail. Und nun gebe ich einfach mal post@teleschirm ein. Und nun sehen wir, hier oben ist ein grünes Feld, OpenPGP. Das bedeutet, dass OpenPGP läuft und korrekt funktioniert. Dann haben wir hier diese zwei Symbole, einmal dieses Schloss und dieses Siegelwachs. Ist das Schloss zu, dann wird verschlüsselt. Ist es offen, dann wird nicht verschlüsselt. Habe ich einen öffentlichen Schlüssel von der Zieladresse, dann wird automatisch, wie gesagt, verschlüsselt. Das haben wir vorhin in den Einstellungen eingestellt. Und ich kann natürlich auch sagen, dass das unverschlüsselt verschickt werden soll, was manchmal vielleicht nötig ist. Eine Signatur kann man unabhängig von der Verschlüsselung verschicken. Die Signatur bedeutet, dass diese E-Mail wirklich auch von Ihnen ist. Und nun schreibe ich noch mal mich, also Harpokrates, in die Kopie. Und Sie sehen, für beide Personen ist ein öffentlicher Schlüssel vorhanden. Das bedeutet, für beide wird verschlüsselt. Wichtig zu sagen ist, dass der Betreff nicht verschlüsselt wird. Die sogenannten Metadaten, also Sender, Empfänger, IP-Adresse und Mail-Server, zum Teil sogar auch der genutzte Mail-Client, die werden nicht verschlüsselt. Nur der eigentliche Inhalt. Aber zu diesem eigentlichen Inhalt gehören eben auch E-Mail-Anhänge. Egal welches Format, das wird mit verschlüsselt. Da die Metadaten aber benutzt werden, um die E-Mail zustellen zu können, ähnlich wie beim Briefumschlag, wenn ich da eine unleserliche Adresse draufschreibe, dann kommt er entweder zurück oder kommt überhaupt gar nicht erst an. So ist es bei der E-Mail eben auch. Deshalb im Betreff, wenn es was ganz Privates ist, irgendwas Neutrales reinschreiben, vielleicht eine Fallnummer oder in dem Fall schreibe ich jetzt einfach nur, hallo, ich kann verschlüsseln. Und schreibe nun einfach mal ein Lorem Ipsum rein.
einen Dummy-Text, nur damit man es versteht. Sie sehen also eine ganz normale E-Mail. Nun klicke ich auf Senden und nun wird diese E-Mail eben versandt und nichts weiter passiert. Ich merke gar nicht, dass die verschlüsselt wird. Ich habe keinen Mehraufwand, aber Sie werden gleich sehen, die E-Mail kommt hier an. Nun, da ich die E-Mail an mich selber nochmal im CC geschickt habe, kommt die nun eben auch bei mir nochmal an. Und um die entschlüsseln zu können, werde ich nach einer Passphrase gefragt, also nach meiner Passphrase für meinen persönlichen privaten Schlüssel. Denn ohne diesen privaten Schlüssel und ohne diese Passphrase kann ich diese E-Mail nicht mehr entschlüsseln. Nun habe ich diese E-Mail verschlüsselt. Sie haben gesehen, da stand vorher nichts. Und man sieht den Betreff. Hallo, ich kann verschlüsseln. Und nun ist hier auch der Inhalt, Lorem Ipsum. Und Sie sehen, dass diese E-Mail verschlüsselt wurde und dass die Signatur stimmt. Wenn die Signatur nicht stimmt, dann wird Ihnen ein rotes Feld angezeigt und Sie werden eindeutig darauf hingewiesen, dass etwas mit dieser E-Mail nicht stimmt. Und wenn dann etwas mit dieser E-Mail nicht stimmt, dann wissen Sie, dass Sie den Versender kontaktieren sollten und nochmal Bescheid geben sollten, dass die E-Mail nicht korrekt ankam. Ein häufiger Fehler dafür ist, dass viele Provider in die Fußzeilen ihrer E-Mails irgendwelche Werbung hineinschreiben. Und da die Signatur dann natürlich nicht mehr stimmt, wird ein Fehler angezeigt. Wenn Sie eine E-Mail über einen Desktop-Client, also wie zum Beispiel Mail-App, verschicken, dann machen die meisten Provider das nicht. Es gibt aber, wie gesagt, Ausnahmen. So viel dazu. Sie können jetzt eine E-Mail verschlüsseln. Sie können einen privaten Schlüssel anlegen. Sie können andere öffentliche Schlüssel von Ihren Freunden und Geschäftspartnern einfügen. Und wenn Sie wissen wollen, wie Sie ohne den Mail-Client Texte verschlüsseln können, das müssen nämlich nicht nur E-Mails sein, dann empfehle ich Ihnen das nächste Video. Und wenn Sie wissen wollen, wie Sie sogar einzelne Dateien verschlüsseln können, dann bleiben Sie erst recht noch dran.